Wir sind wieder zurück bei Hitman Absolution. Ich bin der Alice Hedeberg und ja, schön, dass du auch wieder eingeschaltet hast. Und da fliegt noch ein Helikopter weg. Und wir müssen nun zur Anlage hinuntersteigen. Und wir sind immer noch in einer Aufnahmesession. Wow. Was war das? Hier runter, oder? Auf jeden Fall schaut das Gebäude hier sehr sicher aus. Da würde ich mich auch sofort hintrauen. Dahin, oder? Ja. So. Ah. Hey. Redet der noch was? Der hat genug geredet. Tschüss. Hä, wer hat denn das jetzt gesehen? Wer hat das jetzt gesehen? Sieh dich nur an, Mann. So nutzlos wie Ticken an einem Ulm. Ganz ruhig. So. Ah, den haben wir schön genietet. So, den müssen wir jetzt noch schnell hier rausschaffen. Heute ist wohl nicht dein Glückstag, mein Freund. Nein, und von dem hier wohl dann mehr auch nicht. Tschüss. So, wir sind immer noch unentdeckt. Bis auf den einen Typen. Ich weiß gar nicht, wie der uns sehen konnte. Jedenfalls, wir sind von den anderen noch nicht entdeckt worden. Und Instinkt müssen wir immer schön benutzen. Kann ich mich da... Nee. Boah, das sind ganz viele, ey. Wartet mal, Freunde. Wartet mal. Ja, die Minen haben wir zwar. Nein, nein. Aber was wir tun können ist... Wird da jemand aufmerksam? Nee. Wir nehmen die mal kurz mit, also das Radio. Okay, da können wir uns auch nicht verstecken. Was beim Vater? Gut. Ich habe hier einen möglichen Vorfall. Geh dir mal auf den Dorn. Ja, ja. Mach das bloß. Mal sehen, ob du auch wieder zurückkommen wirst. Kommt der jetzt da hoch? Okay, er kommt hier hoch. Zumindest so rum. Nicht auf unsere Etage, sondern nur da. Klar, wir seid ihr bereit. Die Silverballer auch. Hier ist nix. Noch nicht. Ganz ruhig. Du siehst mich gar nicht. Du siehst mich gar nicht. Ich habe die Klavierseite, hatte ich gesehen. Und töte dich in 0, nichts. So, dann schmeißen wir mal da runter. Ich hoffe mal, da unten ist keiner. Ja, und das hast du schon dreimal gesagt. Und das ist mir immer noch egal. So, seine Schlüsselkarte nehme ich mal an. Jo. Erledigt. Da ist der nächste. Schon bald wieder so gut wie neu. Oh, können wir den auch runterschmeißen? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Hast du Sektor 2 gecheckt? Moment. Wir müssen wirklich gründlich sein. Wachsam bleiben, hieß der Befehl. Ja, ja. Oh, können wir da jetzt nicht mehr rein? Was, wir können da nicht mehr durch? Was für ein Scheiß. Oder können wir da vielleicht doch durch?
Ja, wir können uns wahrscheinlich da. Da können wir doch bestimmt rüber, genau. Da wieder hoch. So. So geht das. So, die ist wieder zugegangen, ja. Ich weiß ja auch nicht, warum die Türen hier alle von alleine zugehen. Oh, hier ist noch ein explosives Fass. Sehr viel Brennstoff drin. So. Und dann den nächsten erstmal weg. Seine Taschenlampe funktioniert zwar noch, aber sein Leben wohl nicht mehr. Wir sind wieder auf Null. Im Gebiet Abstieg. So, jetzt gehen wir nochmal durch. Da haben wir noch eine Schlüsselkarte. So, der ist dahin, dann gehen wir hier hin. Der dürfte das ja nicht sehen. So. Der ist tot. Da kommt keiner. Gut. So. Nächsten getötet. Das geht ja ganz schnell heute. Was ist denn da los? Keine Gegner, keine Gegner. So. Auf Wiedersehen. Schönen Flug. Wow. Was? Ja, ja, aber die wissen ja nicht, dass wir das sind. Ja, ja, die wissen auch nicht, dass wir das sind. Und das ist besser so. Haben wir hier keine Truhe? Die wissen ja nicht, dass ich das war, zum Glück. Hier stimmt was nicht. Wir sollten aufpassen. So. Nein, nicht auf die Seite. Der liegt jetzt da unten, sehr gut. Ah, haben wir einen Beweis hier? Ja, schön. Oha, was ist das denn? Ist es für ein Kopf? Ist es eine Bombe? Oder ein umgedrehter Minigrill? Was meint ihr, Freunde? Was ist denn das? Flat, okay. Ah, schön auch einen Kontrollpunkt mal hier zu finden, ne? Boah, geil. Wo geht's hier runter? Geht's hier runter? Wow! Zentrale, ich schätze, wir haben hier einen Toten. Kommt der hoch? Er kommt hoch. Da kommt aber nur der. Die kommen jetzt nicht aber hier alle hoch, oder? Hallo, ist jemand hier? Scheiße. Oh shit. Hey, was ist da drüben los? Nichts. Hey, ich hab da ein Problem. Zentrale. Noch nichts, aber ich bin dran. Nein, nein, ihr kommt nicht her. Scheiße. Ich kenne sie nicht. Ja, Baby. Ich wusste. Fuck. Lass ihn gehen. Du seist tot. Hier ballert jemand rum. Ich nehme das mal an. Wo wollen Sie denn in dem aufzugehen? Wenn Sie sich das nächste Mal. Boah, Mann, ich krieg einfach nichts hin. Verstanden, Mann. Der Headshot war präzise. Der auch. Scheiße. Da haben wir ein bisschen Mist gebaut gerade. So, wir können uns erstmal umziehen. Glaub, wir haben ihn verloren. Glaubt ihr das? Nein, Hitman, jetzt zieh dich um! Ich hab hier einen Verdächtigen. Melde mich wieder.
So, auf die Seite will ich die nämlich runterhauen. So, tschüss. Geiler Fluss. Die sind ja jetzt hier, ne? Oh, wo kommen wir denn hier hin? So, erstmal nach oben. Freunde, ich habe hier keine Ahnung, wo wir hinkommen. Ach so, wir kommen hier nur wieder hier hin. Ja, da will ich gar nicht hin. Ist auf jeden Fall alles sehr sicher. Hier braucht man keine Sicherheitsgurte oder so. Oh, scheiße. Wirst du das? Ist ja ein Träumchen. Den interessiert es gar nicht, dass sein Kollege gerade draufgegangen ist. Auch gut. So und so. Weg mit dem. Tschüss. Gute Reise nach unten. So. Wie kommen wir da jetzt am besten runter? So, jetzt brauche ich mir erste Hilfe, danke. Wir bräuchten jetzt noch mal eine andere Verkleidung. Hier irgendwas Wichtiges, nein, außer Annäherungsminen und einem Foto, Poster, nichts. Hier haben wir noch mal erste Hilfe. Wohin? Fuck, wohin? Der sieht mich sofort. Verdammt. Der ist down. Und den nehmen wir auch gleich mal mit. Da haben wir noch einen Erste-Hilfe-Kasten. So, schnell umziehen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ja, ja. Also bis dahin bin ich dann schon weg. So. Wiedersehen. Guten Flug. Scheiße. Irgendwas? Hier drüben ist nichts. Der geht da weiter. Wir gehen hier weiter. Fuck.
Die kommen jetzt alle her. Aber bis dahin bin ich schon weg. Was zur? Hier ist jemand verdammt müde oder schwer verletzt. Ja, ich sehe nach. Nicht aufregen. Freunde, ich weiß, was ich jetzt mal mache. Wenn die alle auf dem Raum stehen. Bam, 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 bam. Verdammt. Erledigt mit einem Headshot. Bams. Sehr schön. So, ich nehme an, die Leichen können wir hier rüberschmeißen. Sehr schön. Pluspunkte, wir kommen. Shit. Kommen die her? Fuck, die kommen her. Wie viel Verstärkung haben die denn? Verdammt. Ja, wo bin ich denn? Da war ich. Und einen unendlichen Leichenbehälter können wir gut gebrauchen. Nach den ganzen Skandalen. Zufälligen Skandalen hier. So. Die fahren jetzt erstmal alle schön mit dem... Ist da ein Wasserrad eigentlich? Ah ne, der eine hängt da bloß. Hilfe, ich häng hier fest. Geil. Wir haben ja noch mehr Leichen, ne? Also, es war ja nicht die einzigste. Hallo, Kollegen. Ja, hier ist ja eh keiner, wo wir sind. Zum Glück. Was ist hier? Oh. Funktionalisiert jetzt der Fahrstuhl? Ja. Und da kommen ein paar Federmäuse raus. Und ein paar Pluspünktchen. Hier ist zum Glück keiner mehr, da können wir ein bisschen abrennen. Aber wir haben hier noch nicht alle Beweise, kann es sein? Beweis? Nein, Munition. Brauchen wir nicht. Wir haben aber auf jeden Fall nicht alle Beweise leider gefunden. Das macht aber gar nichts. Dann sind wir im nächsten Gebiet gründlicher. Ich habe jetzt gedacht, da schreit jemand so. So, Aufzug betreten und tschüss. Die bemerken es da oben gar nicht, dass ich hier weg bin. Schaut aus wie so ein richtig... riesiger Brunnen. Ja, erstmal ein bisschen Staub von der Schulter streichen. Und der Aufzug quietscht ganz schön. Die Grotte schaut auch gerade nicht schlecht aus. Finde ich ganz schön eigentlich. Aber wir sind nicht zum Bewundern hier. Wir sind hier, um Victoria zu finden. Und wir sind jetzt im Fabrikgelände. Oh, hier haben wir jede Menge Hinweise, zum Glück. Da kommt es aber nicht her, oder? Gut. Anlage infiltrieren. Ach du Kacke, wir müssen da jetzt auch noch rein.
Oh mein Gott. Sniper. Hier gibt's jede Menge. Guter Punkt, der sieht aus wie ein guter Aussichtspunkt. Na, das will ich doch auch hoffen. Wo geht der jetzt hin? Lass mich raten, der geht pieseln. Jo, der geht pieseln. Aber vorher müssen wir ihn erledigen. Zu viele Zeugen. Zu viele Zeugen. Ja, ja, ganz ruhig. So, tschüss. Unter der Brücke Teil 1. Erledigt. Teil 2 wird folgen, schätze ich mal. Können wir hier noch irgendwo anders hin? Da oben waren wir ja. Jetzt sind wir hier unten. Unter der Brücke Teil 2. 0 von 3. Ich nehme an, wir sollen die da alle runterschubsen irgendwie. Und wir wollen doch unsere Aufträge schön erfüllen. Er stellt sich natürlich genau dahin. Ah, komm mal her, du. Können wir den da nicht loswerden? Scheiße, 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 scheiße. Wir können ihn offenbar dann nicht loswerden. Dann müssen wir eben ihn woanders loswerden. Ah ja, genau, hier haben wir ja noch eine schöne Kiste für den. Extra für ihn. Mit seinem antörnenden Blick legen wir ihn hier rein. Boah, da müsste es aber ganz schön heiß sein jetzt da drin. So. Da müsste es jetzt wirklich hart heiß sein. Ich habe gedacht, wir können ihn da runterschubsen. Ich weiß, wir können da auch uns entlang hangeln, aber das nimmt die Action weg. So, der Typ, nehme ich an, sieht uns, wenn wir irgendwas Falsches tun. Ich weiß es ja nicht. Wenn wir den wegsnipen, wäre das zu laut. Na, wir haben keinen Oh, wir haben sogar einen Schalldämpfer drauf. Geil. Warte gerade mal, bis der da wegläuft. Bis der dich da hinstellt. Tschüss! Wo ist mit Leiche versteckt? Die findet doch da unten jetzt keiner. Genau. Tschüss! Mann, macht es Spaß, Freunde. Richtig geil. So, wir können als nächstes da hinten, da lang. Okay, wir gehen mal in das schöne Häusli rein. Anlage infiltriert. Erledigt. Oh, wir haben hier sogar einen schönen Kontrollpunkt. Auch ganz gut. Können wir da rein? Natürlich darf 47 hier rein. Wäre das nicht auch der beste... Das wäre doch auch der beste, Zug für uns. Wo so einen alten Trucker, ne, ist auch irgendwie aslig. Na, das ist doch eklig. Stellt euch mal wirklich vor, ihr habt Haare auf den Zehen. Das wäre schon komisch. Ein wichtiger Kunde. Ach was. Aber ich meine, er kommt mir bekannt vor. Den habe ich schon mal gesehen. Mit Anzug und allem. Habt ihr das? Stimmt, den kenne ich auch. Ist das nicht so ein Friedensunterhändler oder so?
Ich glaube, ich habe ihn auf irgendeinem Zeitschriftencover gesehen. Ja, ja. Der sollte in Südamerika irgendein Friedensabkommen aushandeln oder so. Was macht er dann hier? Keine Ahnung. Aber ich mache jetzt Mittag. Okay, bis dann. So, da oben müssen wir nicht rein. Was hat es mit dem Typen auf sich? Ah, da ist noch ein Opfer. Wow, aber der Wagen, da hat er keinen schlechten Geschmack. Alter, wie geil der ausschaut. Nice, nice, nice. Warte, wo geht der hin? Psst. Zuhören. Ja, ich bin jetzt bei Dexter. Gut, okay, wir fangen an, die Hardware zu verladen. Hey, weiß Davis, wie er über die Grenze kommt? Alles klar, okay. Es läuft alles nach Plan. Wenn ich morgen zurück bin, dann feiern wir. Du siehst ihn gar nicht. Das ist eine sehr gute Verkleidung, Freunde. Eine sehr, 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 sehr gute Verkleidung. Geil. Schick, schick, 47, oder? Ihr findet den doch auch bestimmt schick. Chameleon, 3 von 4. Die vierte Verkleidung ist bestimmt so ein Trucker-Outfit oder so. So, jetzt müssen wir irgendwie darüber kommen. Dürfen wir einfach so darüber laufen? Ich crouch mal wieder. Ist besser für 47. Raus damit. Wollt ihr mich verarschen? Ich mach das. Ist da was Wichtiges drin? Wer war das? Weiß ich nicht. Messer! Nein, das wäre jetzt zu fies. So, wo geht's jetzt hin? Da alle. Geil, wir können ja einfach so durchlatschen. Haupteingang und Ausstellungsraum. Nur für Personal und offizielle Besucher. Wir sind doch ein offizieller Besucher, oder nicht? Hallo Kollegen, ich gehe ein. Hallo, Alpha 54, erstatte Bericht. Alles sauber. Over. Ich darf hier wohl echt rein, geil. Boah, ist die fett! Gehen Sie einfach durch. Hey Mann, Sie sehen gut aus. Dankeschön, finde ich auch. Ich gehe auch rauchen, Schätzchen. Ja, Sie sind scharf. Das ist doch Wahnsinn. Wir könnten alle in die Luft gehen. Es wird keiner drauf gehen. Ich arbeite seit Jahren hier und es ist noch nie was passiert. Mr. Dexter will nur beweisen, wie sicher diese kleinen... Boah, was ist das für eine riesen Claymore? Ich weiß es nicht. So, wir rufen mal dann den Aufzug. Schaut aber nicht schlecht aus, die Lobby. Ich finde die ganz schick. Das Schwarz-Weiße gefällt mir auch ganz gut. Oh, oh. Okay, also schlage ich erst das Eiweiß. Oder erst die Schokolade schmelzen. Aha, okay. Ah, oh, und die Sahne schlagen und dann die Schokolade schmelzen? Ah, okay, alles klar. Ist es egal, welche Schokolade ich zuerst schmelze? Nein? Okay. Das kann ich mir merken. Okay. Abkühlen lassen, ja, habe ich. Und dann in die Tiefkühltruhe. Ja. Okay, super. Hi. Tschüss. So. Hahaha. 47, der schlaue Hund.
Und das war Dexter Industries, zumindest das Vorgeplänkel. Und ich habe mich wirklich wieder gefreut, mal in einer Aufnahmesession zu sein. Also es war jetzt doch nicht die normale noch, ja, wie die ganzen anderen Folgen, sondern eine neue. Und dafür, dass wir jetzt gerade erstmal wieder eingestiegen sind, oder besser gesagt, ich erst eingestiegen bin, ist das doch ziemlich gut verlaufen, würde ich mal meinen. Aber was uns wohl jetzt erwarten wird, wenn wir den Aufzug hinunter oder hinauffahren, ich weiß es ja nicht, Dexter Industries ist ja ein riesen Unternehmen, also hat man ja gesehen, die Fabrik, wie groß die ist. Auf jeden Fall freue ich mich auf die nächste Folge und natürlich auch, wenn ihr wieder mit am Start seid. Euer Alice Hedeberg, ciao, bis zur nächsten Folge.